In diesem Video geht es um vier Dinge, um dein Unterbewusstsein, um Gefühle, was deine Gefühle mit deinem Unterbewusstsein zu tun haben, das, was dich zurückhält im Leben, wie das damit zusammenkommt und um die Menschen, die wir da draußen immer sehen und über Dinge, über die nicht gesprochen wird. Und zwar, lass uns mal in diese Reise reinstarten. Ich nehme dich jetzt mal mit in die Tiefen deines Unterbewusstseins. Das Unterbewusstsein hat so einen immensen Einfluss auf unser Leben, auf unsere täglichen Entscheidungen. Und wir dürfen uns das einfach mal ein bisschen bewusst machen. Und genau dafür ist dieses Video da, um einfach mal bewusst dahin zu gucken, was ist da eigentlich wirklich in mir los? Ja, was passiert da wirklich? Und vielleicht kennst du die folgende Situation. Du nimmst dir irgendetwas vor, du fängst damit an. Falls du gar nicht erst anfängst, wenn du dir etwas vornimmst, dann abonniere meinen Kanal, weil dieses Video wird bestimmt auch noch kommen. Also dieses Thema wird bestimmt auch noch kommen. Und auf jeden Fall fängst du an, etwas umzusetzen und du machst es vielleicht ein, zwei, drei Tage lang und nach ein paar Tagen ist die Luft aus. Du hörst einfach auf damit. Und was du jetzt tust, ist dir zu sagen, du bist faul, du hast keine Disziplin und dir mangelt es an Durchhaltevermögen. Das ist eine Geschichte, die du dir immer wieder erzählst. Doch vor dieser Geschichte gibt es noch eine andere Geschichte. Und diese andere Geschichte kommt eben aus dem Unterbewusstsein. Das ist die Geschichte der Resignation. Denn wenn du mal ehrlich zu dir selber bist, kennst du folgende Gedanken und das dazugehörige Gefühl ebenfalls. Das wird sowieso nichts. Ich schaffe das nicht. Ich schaffe das nie. Das ist sinnlos. Das hat keinen Zweck. Und vielleicht ist dir das jetzt ein bisschen zu abstrakt und du bekommst diese Gedanken nicht zu fassen. Das liegt daran, dass diese oft sehr automatisiert sind und sind so tief in unserem Unterbewusstsein, dass wir sie gar nicht bemerken. Sie sind aber in der Regel da. Und genau da möchte ich dich jetzt mal ein bisschen hinführen und mitnehmen in die Tiefen deines Unterbewusstseins, um da mal zu gucken, was passiert da wirklich, wie ich schon sagte. Was du wahrscheinlich sehr wohl bemerkst, jetzt kommt nämlich der Clou, sind die körperlichen Auswirkungen, die mit diesem Gedankenmuster einhergehen. Zu jedem Gedankenmuster gibt es oft körperliche Reaktionen und mal, wir nehmen die mal wahr und mal weniger wahr. Und bei dem Thema, wo wir jetzt gerade sind, wo du dir etwas vornimmst und etwas machen möchtest und es vielleicht auch ein paar Tage gemacht hast, kommt vermutlich unweigerlich der Punkt, wo du einen plötzlichen Anfall von unwiderstehlicher Müdigkeit hast. Du bist völlig erschöpft und du leidest an totaler Apathie und Antriebsschwäche. Ich glaube, wir alle kennen diesen Punkt und ich nehme dich mal an einem Beispiel mit, wie das so aussieht. Du hast dir zum Beispiel vorgenommen, jeden Tag Sport zu machen. Das ist so das ganz typische, klassische Beispiel. Und die ersten beiden Tage klappt es auch ganz gut. Und am dritten Tag merkst du so, dass du total antriebslos, erschöpft und einfach nur unsagbar müde bist. Und dann gibt es zwei klassische Möglichkeiten, damit umzugehen. Entweder du gibst der Müdigkeit nach und lässt es mit dem Sport heute sein und vermutlich auch die nächsten Tage, weil jetzt hast du schon einen Tag ausgesetzt und dann kommen auch wieder diese ganzen Glaubenssätze hoch. Das wird eh nichts. Ich habe keine Disziplin. Ich bin zu faul. Variante 2. Du beißt dich durch, übergehst deine Müdigkeit und Antriebsschwäche und landest in der nächsten Falle. Um die soll es jetzt aber heute hier nicht gehen. Variante 3. Die gibt es auch noch. Wir haben oft viel mehr Möglichkeiten, als wir glauben. Du erforschst in der Tiefe, was da wirklich in dir vorgeht. Warum ich dir das empfehle? Weil du dich selber und deine Muster dabei besser kennenlernst. Und das hilft dir dabei, diese Muster wirklich an der Wurzel aufzulösen. Also so, das Auflösen von Mustern beginnt immer mit der Wahrnehmung, indem wir das einfach erstmal wahrnehmen, was da wirklich ist. Und es hilft dir auch dabei, immer wieder zu bemerken,
in welchen Situationen genau sich dieses Muster zeigt. Und meistens haben diese Situationen irgendetwas mit Veränderung zu tun. Das heißt, immer wenn eine Veränderung in deinem Leben ansteht, kommt dieses alte Muster hoch. Es ist ein altes Muster. Es ist ein altes Überlebensprogramm deines Körpers und auch deiner Gedanken, weil unser Gehirn ist immer darauf aus, energiesparend zu arbeiten. Ja? Und dieser Energiesparmodus sieht eben vor, alte Programme, die funktioniert haben, immer wieder abzuspulen. Ja? Das ist wie bei so einem Computerprogramm, wo einfach dieses Programm macht einfach immer das und das, weil wenn es das und das macht, hat es Erfolg. Dass du etwas anderes möchtest, das weiß dein Körper nicht. Und das ist genau das Problem. Da kommen wir jetzt aber gleich noch dazu. Was ist eigentlich ein Muster? Also was muss ich mir darunter vorstellen? Ja? Ein Muster ist immer eine Kombination aus Gefühlen und Glaubenssätzen. Das heißt, du fühlst etwas, du fühlst Müdigkeit, du fühlst Antriebsschwäche, du fühlst Erschöpfung und erklärst dir mit dem Kopf, was du fühlst. Nämlich, dass du faul, disziplinlos bist und dass das nichts wird. Das sind die Dinge, die wir uns mit dem Kopf erklären für das, was wir fühlen. Das Ding ist, dein Gefühl wird immer der Sieger bleiben. Du kannst dir noch so ein starkes Mindset zulegen. Vielleicht hast du auch schon mit Mindset-Arbeit, ja, mit deinem Mindset gearbeitet, versucht, deine Glaubenssätze aufzulösen und hast Affirmationen vor dich hingeplappert. Aber dein Gefühl ist ein körperlicher Vorgang und dein Körper hat das Sagen. Das heißt, wenn du etwas verändern möchtest, nicht nur in deinen Gedanken, sondern auch in deinen Gefühlen, dann dürfen wir wirklich mal in unseren Körper reinspüren und gucken, was ist da los. Und genau da möchte ich dich heute jetzt in diesem Moment auch mal mit hinnehmen. Denn vielleicht löst das jetzt gerade, was ich gesagt habe, in dir etwas aus. Du hast jetzt Informationen bekommen, die jetzt nicht so cool sind, weil du dir denkst so, boah, jetzt habe ich irgendwie schon so viel gemacht und so viel versucht und das hat alles nicht funktioniert. Und spür mal einfach in deinen Körper rein, was da gerade passiert. Wird deine Atmung flacher? Fühlst du dich vielleicht benommen? Oder meldet sich gar die Erschöpfung? Wenn ja, Congratulations! herzlichen Glückwunsch, du wirst gerade Zeuge deiner eigenen Resignation. Genau so fühlt sich unter anderem Resignation an. Diese Informationen, die lösen etwas emotional in dir aus. Und also dieser emotionale Part ist auch mit einem körperlichen Vorgang gekoppelt. Ja, denn wie scheiße fühlt sich das denn jetzt bitte gerade an, dass alles, was du zu wissen glaubst, dich irgendwie kein Stück weiterbringt? Aber hey, das ändern wir jetzt. Denn es gibt zwei simple Methoden, diese Muster an der Wurzel aufzulösen. Das erste ist sehr ungewohnt für die meisten, das war es für mich damals auch, weil es etwas ist, was wir nie gelernt haben. Ich denke aber, wir sollten das tatsächlich alle mal lernen. Haben das nicht gelernt, weil es nicht als wichtig erachtet wurde, weil wir natürlich aus einer Gesellschaft kommen und aus Zeiten kommen, in denen Gefühle nicht als wichtig erachtet werden, in denen sie nicht als, ja, nicht, wir sie oft nicht ausdrücken dürfen. Aber sie sind eben nun mal wichtig. Und um was es hier eben geht, ist dieses Fühlen. Und zwar mit voller Erlaubnis. Fühlen mit voller Erlaubnis. Was meint die jetzt? Das klingt jetzt aber echt total komisch. Zuerst mal, was ist überhaupt Fühlen? Ja? Fühlen ist ein körperlicher Vorgang. Und was wir meistens machen, ist, wir versuchen mit dem Kopf zu fühlen. Das heißt, wir denken. Unser Kopf bewertet, kategorisiert und packt Dinge in Schubladen. Das ist seine Aufgabe. Das ist aber nicht das, was wir hier brauchen. Denken ist aus dem Körper flüchten. Dein Kopf ist zum Denken, zum Kategorisieren und zum in Schubladen packen da, um Dinge logisch zu begreifen. Um jetzt aber auf diese Fühlebene zu gehen, brauchen wir den ganzen Körper, ja? Du brauchst deine Arme, du brauchst deine Beine, die hänge ich jetzt hier nicht rein. Du brauchst deine Atmung, du brauchst deine Brust, du brauchst deinen Bauch vor allen Dingen, weil im Oberkörper sind wirklich ganz viele Vorgänge, also passieren ganz viele Vorgänge, die wir da fühlen können. Und dieses Nicht-Fühlen, das ist der Ursprung aller unserer Probleme oder der allermeisten unserer Probleme.
Weil wir immer wieder den Kopf einschalten und denken, aber mal ni nicht fühlen, was da wirklich in uns passiert ist, passiert. Und das ist der Ursprung all unserer Probleme. Ich meine, wer will denn schon Resignation spüren? Ja? Wie scheiße fühlt sich denn bitte Resignation spüren an? Igitt, mach das weg. Will ich nicht haben. Und genau aus diesem Grund kommen diese Gefühle immer wieder aus dem Körper hoch. Sie machen uns müde und antriebsschwach. Und es geht nicht darum, dass diese Gefühle irgendwie falsch sind. Ja, das ist auch wieder ein Kategorisieren, ein Denken von unserem Gehirn, dass wir denken, dass unsere Gefühle falsch sind. Resignation ist ein sehr negatives Gefühl. Es hat was von Aufgeben. Ja, was dieses Gefühl möchte, ist einfach nur mal da sein dürfen. Es ist ein Gefühl, das Raum haben möchte. Und genau diesen Raum möchten wir ihm jetzt, dürfen wir ihm jetzt einfach mal geben. Es möchte einfach mal da sein. Und man sagt, dass das dauert 90 Sekunden. Das hat man inzwischen wissenschaftlich herausgefunden, dass es 90 Sekunden dauert, bis so ein Gefühl durch den Körper durchgesaust ist, wenn wir es fühlen. Wenn wir es nicht fühlen, und sagen, Igitt, Resignation, oh nein, das möchte ich aber auf keinen Fall fühlen, ja, dann drängen wir das in den Körper zurück. Dann ist das im Körper gespeichert. Und diese Resignation, die kommt immer wieder, klopft an und sagt, hallo, ich bin noch da, du hast mich noch nicht losgelassen, du hast mich noch nicht gefühlt. Das ist eine Energie. Resignation ist nichts weiter als Energie. Und wenn wir diese Energie nicht fühlen, dann bleibt sie stecken im Körper. Und dann kommt sie eben immer wieder, klopft an und sagt, ich bin immer noch da, du hast mich immer noch nicht gefühlt. Deswegen machen wir jetzt einfach mal, ja, Resignation fühlen oder überhaupt mal fühlen, was da ist da in unserem Körper so los. Und was ich dir da noch mitgeben müsste, ist, entspann dich, hab keine Erwartungen. Nimm einfach mal wahr, was da los ist in deinem Körper. Und wenn du merkst so, dein Gehirn geht wieder los, dein Kopf, er denkt, er bewertet, er kategorisiert, er packt in Schubladen, dann kehrst du wieder in deinen Körper zurück und fühlst dieses Gefühl wieder. Das bedarf ein bisschen Übung, aber das kann man tatsächlich lernen. Die zweite Methode, die es gibt, das sind Bachblüten. Da kommen wir jetzt zu meinem Lieblingsthema. Es ist nämlich tatsächlich so, es gibt Medizin dagegen. Medizin nicht gegen die Resignation per se, weil es ist absolut menschlich und auch notwendig, die Resignation zu fühlen, die Resignation da sein zu lassen, genauso wie jedes andere Gefühl auch. Was Bachblüten machen, ist, sie lösen diese ganze angestaute Resignation, die wir so über die letzten, je nachdem wie alt du bist, 20, 30, 40, 50 Jahre in unserem Körper gespeichert haben. Die wird durch die Bachblüten langsam rausgelöst. Die kommt dann immer ein bisschen. Und dadurch löst sich so ein Stau in unserem Körper auf. Und wir fangen dann irgendwann nach einem gewissen Zeitraum an, uns tatsächlich anders zu fühlen. Ja? Das heißt, diese Resignation ist nicht mehr so präsent. Sie blockiert dich nicht mehr ständig bei allem, was du tun möchtest, sondern du nimmst sie vielleicht mal kurz wahr. Du kannst sie in deinem Körper fühlen und dann kannst du sie auch wieder loslassen. Und was das Schöne an den Bachblüten ist, es geht einfach viel schneller und wir können nicht nur die Resignation damit bearbeiten, sondern auch noch andere Themen, weil ich sage es jetzt einfach mal so, es gibt 38 Bachblüten und 38 dazugehörige Emotionen, Gefühle, Seinszustände, wie auch immer man das nennen mag. Und anstatt dass wir uns hinsetzen und jedes Gefühl einzeln so immer wieder fühlen müssen, können wir das mit den Bachblüten einfach so ganz nebenbei im Alltag machen. Dazu mischt man am besten mehrere Bachblüten miteinander, je nachdem, was für Themen wir gerade haben. Jeder hat so seine eigenen Themen, sein eigenes Themenkonglomerat und nehmen einfach diese Tropfen ein paar Wochen ein. Und es passiert ganz automatisch nebenbei und vor allen Dingen sehr nachhaltig eine Veränderung. Und ich durfte das selber erleben, erlebe das immer wieder an meinen Kundinnen und auch an ihren Hunden.
Und ja, wenn dich das Thema interessiert, ich habe einen kostenlosen kleinen Bachblüten-Emotionen-Fühlkurs erstellt. Da bekommst du 5 wichtige Themen. Du bekommst 5 Audios. Du bekommst ein Workbook dazu. Und also in dem Workbook kannst du lesen, um was es geht, was das Thema ist, was steckt dahinter, was sagt jemand, der dieses Gefühl hat. Du wirst dich da mit Sicherheit wiedererkennen. Und in den Audios nehme ich dich einfach ein bisschen mit in das Gefühl. Das heißt, es sind immer so 3 bis 5 Minuten, ein Audio, das ich eingesprochen habe, wo wir gemeinsam tatsächlich auf die körperliche Ebene in das Fühlen gehen. Das heißt, du kannst damit wirklich eine Kombination machen aus Fühlen, aus Hören, aus Lesen, aus mit dem Kopf verstehen. Also das ist wirklich so eine total super Sache. Du findest den Link in der Videobeschreibung. Da kannst du dir den kostenlosen Kurs herunterladen und den einfach mal für dich daheim machen, ganz in deinem eigenen Tempo. Und dann freue ich mich, wenn wir uns bald hier wiedersehen mit dem nächsten Thema.